Das ist das 3T-Strada Duel. Wenn ich mir das Rad vorstelle, dann sehe ich ein sehr modernes, sehr kompromissloses Rad, was technisch absolut ausgefeilt ist und ja, wo, wie gesagt, keine Kompromisse eingegangen wurden. Der Rahmen ist besonders aerodynamisch, schlank, modern und auch voll integriert. Das heißt, das Hinterrad ist ja quasi in den Rahmen eingelassen. Genauso wie die Bremssattel sind sowohl vorne als auch hinten in das aerodynamische Konzept integriert. Das heißt, die Luftverwirbelungen sind minimal gehalten, indem man einfach die Form der Gabel und des Rahmens um den Bremssattel optimiert hat. Ich bin 1,80 Meter groß und bin Rahmengröße M gefahren. 3T bietet neben dem 3T Strada auch das 3T Strada Duo, was als Ergänzung zu dem normalen 3T Strada gilt. Das heißt, der große Unterschied ist, dass der Duo-Rahmen für die Zweifachschaltung ausgelegt ist. Das heißt, der, ja, sagen wir mal, kleine Kompromiss der Einfachschaltung wurde aufgehoben, indem man sagt, okay, wir bieten hier die Option, eine Zweifachschaltung zu verbauen. Das wiederum nur elektronisch, das heißt, es ist keine interne Zugverlegung vorgesehen. Und das ist so der wesentliche Unterschied zwischen den beiden. Ich denke, dass sich das 3T Strada Duo eher den klassischen Rennradfahrer richtet, der zwar ein modernes Rad haben möchte, aber doch nicht auf ja, klassische Features wie eine Zweifachschaltung verzichten möchte, wohingegen das Einfachrad ja wirklich an den gerichtet ist, der einfach mal neue Welten erkunden möchte. Also letztendlich die 1x12-Fachschaltung hat eine riesige Bandbreite, man hat Vorteile im Gewicht, in der Aerodynamik. Wenn man jetzt diese minimale Einschränkung in der Bandbreite übersehen kann, dann ist das 3T Strada mit dem Einfachantrieb das wesentlich interessantere Rad. Beide Räder sind weiterhin was Besonderes. Allein der Rahmen von der Formsprache her ist besonders. Ja, letztendlich auch, dass man sagt, okay, wenn, muss es eine elektronische Schaltung sein. Wenn, dann nur mit Scheibenbremse. Das ist beides etwas, was mittlerweile am Markt angekommen ist. Aber ein Hersteller, der sagt, bei diesem Rahmen bieten wir ausschließlich diese Option. Das ist weiterhin schon mutig, weil es genügend Fahrer geben wird, die sagen, nee, ich bin zufrieden mit meiner herkömmlichen Schaltung, die möchte ich weiterverwenden. Man muss, anders als viele Rennradfahrer, ein bisschen offen gegenüber Neuerungen sein. Gerade im Rennradbereich ist das ja leider tatsächlich nicht so der Fall. Das heißt, es hat sich sehr wenig geändert, wenn man das mit dem Mountainbike-Bereich vergleicht, die letzten Jahre. Und dieses Rad ist, es ist einfach ein Rad, was sagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr 1999, wir versuchen nicht mehr, ein altes Rad zu interpretieren, sondern wir wollen die moderne Technik, die wir haben, voll durchsetzen. Neben der Aerodynamik wollte 3T vor allem auch den Trend der immer breiteren Rennradreifen aufgreifen. Das heißt, nicht mehr die klassischen 23 mm Reifen, sondern jetzt 25 oder 28 mm Reifen. Und 3T ist da noch einen Schritt weiter gegangen, hat den Rahmen direkt für 30 mm breite Reifen vorbereitet. Das heißt, von der Aerodynamik her ist dieser Rahmen optimal mit 30 mm breiten Reifen zu fahren. Der Trend der breiteren Reifen folgt vor allem dem Komfort und der Tatsache, dass die Straße, so wie wir sie kennen, eigentlich selten perfekten Asphalt hat, sondern immer kleinste Unebenheiten bietet und genau da rollt ein breiter Reifen wesentlich besser als ein schmalerer Reifen. Das 3T Strada ist ja in der Einfachversion als auch in der Zweifachversion verfügbar und persönlich, ich bin nur das Zweifach 3T Strada gefahren. Es sagt mir aus dem Bauchgefühl mehr zu, auch wenn mir jetzt der direkte Vergleich fehlt. Einfach weil ich als Rennradfahrer gerne die genau und fein abgestuften Gänge habe, anstatt ja, eine breite Kassette, auf der ich etwas gröbere Sprünge habe. Da mir aber der Vergleich fehlt, kann ich nicht sagen, ob am Ende die Vision von 3T nicht doch die bessere ist. Ob wir nicht doch einfach mal einen weiteren Schritt geben sollten und den Einfachantrieb am Rennrad auch zulassen sollten. Wenn dir das Bike und das Video gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Den Link zum Bike findest du in der Beschreibung.